Hallo meine Creepypasta-Freunde, es ist Tag 5 und heute hat uns Toni mit einer tollen Geschichte beehrt. Hinterlasst ihm doch darauf einen Like und einen Kommentar und nicht weiter drum herum geredet, denn es geht los. Das Impfkollektiv. Soziologisches Kollektiv. Eine bestimmte soziologische Interpretation versteht man unter kollektiver Intelligenz, konsensbasierte Entscheidungsfindung zum Wohl der Gemeinschaft. Winter 2021-2022. Noch kämpfe ich dagegen an, doch das Kollektiv wird immer stärker. Ich muss die Warnung weitergeben, bevor ich meine Individualität verliere und mich in den Staat einfüge und aufhöre zu existieren. Ich bemerke immer mehr die Befehle und das Rufen mit dem Pheromon. Anscheinend verändert sich nicht nur der Geist. Hoffentlich schafft es Rille raus und findet Hilfe. Rebellen. Personen, die zum Umsturz bestehender gesellschaftlicher Zustände aufrufen oder daran beteiligt sind. Winter 2020-2021. Wir befinden uns schon im zweiten Jahr des Lockdowns, im stetigen Wechsel, auf und zu, Deutschland ist genervt und langsam beginnt das eigentlich recht zusammengeschweißte Land sich wieder zu spalten. In Impfgegner und Impfbefürworter. Ich folge schon lange nicht mehr den Diskussionen in den Medien. Ich tue, was ich will. Ich werde schon merken, wenn sich etwas geändert hat. Denn jedem steht es frei, sich an Regeln zu halten. Oder nicht? Und wenn ich vom Baumarkt stehe und der zu ist, dann ist das eben so. Ich persönlich möchte noch ein wenig warten mit den Impfen, da ich so vieles von Bekannten und Verwandten gehört habe und ich nicht weiß, was ich da genau glauben soll. Ich warte einfach noch ein Dreivierteljahr, ob jemand aufgrund der Impfung zum Zombie geworden ist, ein dritter Arm aus der Stirn wächst oder vielleicht die Geschlechtsteile abfallen. Durch meine Meinung habe ich sehr viele soziale Kontakte verloren, da niemand mit jemandem unterwegs sein will, der nicht schwarz-weiß denkt, sondern in Grautönen. Deshalb werde ich mich wahrscheinlich impfen lassen, irgendwann, wenn es sicher ist. Lockdown. In der Regel wird unter einem Lockdown eine bevölkerungsweite Massquarantäne verstanden, die auf zu Hause bleiben oder sich an einen sicheren Ort im Gebäude begeben, basiert, um durch die zeitweilige Begrenzung oder vollständige Aufhebung der Bewegungsfreiheit der Bevölkerung einer Epidemie bzw. einer Pandemie entgegenzuwirken. Polizei, Militär, Sicherheitskräfte und medizinischen Fachpersonal ist hiervon bis zu einem gewissen Grad ausgenommen, um ihre systemrelevanten Tätigkeit nachzugehen. Frühjahr 2021. Die ersten Impfwellen sind schon im vollen Gange. Viele von uns sind zum Teil auch schon vollständig geimpft. Einen Impfstoff haben sie vorerst auf Eis gelegt, da er massive Probleme macht. AstraZeneca oder so heißt das Serum. Das kann ich mir ganz gut merken.
klingt wie das einzige gute Bier, das von den Fischköppen kommt. Viele der Alten rafft es trotz der Impfung dahin. Die werden nicht als Covid-Tote gezählt, da sie an der Impfreaktion sterben und nicht am Virus. Die Krankenhäuser, Altenheime, Rettungsdienstler und Ehrenamtler werden geimpft, ob sie wollen oder nicht. Es wird mit Engelzungen auf sie eingeredet oder es wird ihnen gedroht, dass der Job oder das Ehrenamt weg ist. Dementsprechend folgen sie der Aufforderung. Einige wenige versuchen es mit Querdenken, aber stoßen ziemlich auf Granit. Naja, ich gucke es mir aufmerksam an. Das Impfen scheint doch nicht verkehrt zu sein. Die Impfzentren laufen immer schneller, strukturierter und effizienter ab. So als wären sie voll funktionierte Ameisenstaaten. Für deutsche Verhältnisse zu schnell, zu gut und mit wenig Papierkram. Zu effektiv und strukturiert, keimt ein fast ketzerischer Gedanke in mir auf. Auf meiner Stadtrunde beschließe ich mal, am Impfzentrum vorbeizuschauen und werde echt überrascht, wie schnell und effektiv es zugeht. Auf dem Heimweg lese ich die Schlagzeile. Geschäfte öffnen wieder. Diese tolle Nachricht verdrängt meine Zweifel am allgemeinen Impfstoff ganz weit nach hinten. Dennoch bleibt ein fader Beigeschmack. Illumination bezeichnet eine religiöse, spirituelle Erfahrung, bei der ein Mensch mit seiner Wirklichkeit die Realität hat, dass sein Alltagsbewusstsein überschritten ist und er eine dauerhafte Einsicht in eine, wie auch immer, ausgeprägte gesamtheitliche Wirklichkeit erlangt. Im heutigen allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter Erleuchtung gewöhnlich eine plötzliche Erkenntnis oder Eingebung. Sommer 2021. Die ersten richtigen warmen Wochen beginnen. Der Lockdown ist locker wie noch nie. Die Menschen gehen in Parks, Gärten, Innenstädten spazieren, natürlich nur mit Maske. Wer keinen gültigen Impfausweis vorweisen kann, benötigt Maske. Irgendwie sind sehr wenige von den Geimpften unterwegs. Und von Tag zu Tag werden es weniger Menschen. Hey, da fällt mir ein, hat nicht Maike diese Woche Urlaub? Ich rufe sie an, keiner geht ran. Nur die Mailbox, die Maike neu besprochen hat. Als das Signal ertönt, spreche ich ihr auf die Mailbox. Maike Maus, sag mal, du hast doch diese Woche Urlaub. Melde dich mal bei mir, damit wir etwas unternehmen können. Vielleicht geht sogar ein Bierchen am Stadtstrand bald wieder. Bis denne, Antenne. Naja, anscheinend ist sie beschäftigt. Neuer Lover wahrscheinlich. Durchaus vorstellbar, da sie sich von mir getrennt hat, weil ich nicht sesshaft werden wollte. Aber in dieser Zeit Kinder in die Welt zu setzen. Nachdem ich genug vom Bummeln in der Stadt hatte, machte ich mich auf dem Heimweg über den Discounter, da ich wieder ein paar Lebensmittel brauche. Ich betrete den Discounter. Das Personal scheint schon geimpft worden zu sein. Die rennen hier alle ohne Maske rum. Die wenigen von uns, die noch ungeimpft sind, fühlen sich sehr unwohl mit den FFP2-Masken. Aber niemand will die Strafe für das Nichttragen zahlen, die inzwischen im vierstelligen Bereich sind. Obwohl ich schnell heim möchte, fröne ich einer schlechten Angewohnheit, die ich seit letztem Winter habe. Bummeln im Lebensmittelmarkt. Dabei fällt mir auf, dass die Genussmittel radikal gekürzt worden sind. Es gibt kaum noch Süßes, Koffein, Schokolade, Alkohol und was noch viel schlimmer ist, die Zigaretten werden knapp. Ich schnappe mir so viel, dass es nicht nach Hamsterkauf aussieht und begebe mich zur Kasse, als ich die Schlange sehe, die fast 25 Meter sich durch den Laden zieht, stöhne ich genervt auf. Da spricht mich eine Dame in der Schlange an, die anscheinend auch geimpft ist. Hallo, der Herr. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, dass Sie sich in so einen kränklichen Tonfall geäußert haben. Was schon, erwidere ich schlampig und genervt in der Aussprache wegen der Maske.
Sind Sie sicher, dass Ihr Wohlbefinden im gesunden Bereich ist?« gab die Frau sehr mechanisch und monoton von sich. Währenddessen bemerke ich, wie schnell die Kassiererin und die Kundschaft ohne Maske an der Kasse sind. Alle zahlen im Bar und auf den Cent genau. Jetzt war ich dran. 7,52 €, sagt sie und hält mir die Hand hin. Ich lege ihr einen Zehner drauf. Haben Sie es passend? Sagt die Kassiererin und lächelt mit dieser Stimme voller Monotonie. Weder ihre Augen noch die Stimme erreichen die Freundlichkeit, die sie ausstrahlen wollte. Dabei sprechen sie alles ja mit mechanischer, monotoner, kalter und hochdeutscher Freundlichkeit, ohne den Hauch eines individuellen Sprachgebrauchs von dem heimischen Dialekt, der für unsere Region üblich ist. Ich trommelte ein paar Bekannte, die Impfmuffel waren, und erzählte ihnen von meiner Beobachtung. Leider glaubten sie mir nicht. Einige sperrten mich auf den sozialen Medien oder auf den Messengern. Nur zwei blieben übrig, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wir begannen zu recherchieren. Leider gestaltete sich das alles etwas schwierig. Denn online konnte man immer weniger Seiten finden. Immer öfter kollabierten die modernen Techniken, Handynetze und Internet schwankte. Langsam sind wir der Apokalypse nah. Apokalypse. Theologie, prophetische Schrift, die das Weltende verkündet. Allgemein. Fürchterliche Katastrophe, grauenhaftes Unheil. Untergang. Herbst 2021. Es wird immer schwieriger, etwas herauszufinden, was die Regierung wirklich vorhat. Denn die Medien sind alle bereits übernommen von den Impfzombies. Ich versuche, Kontakt zu anderen Gleichgesinnten herzustellen, doch es kommen jeden Tag neue Verordnungen, Auflagen, von wegen keine Impfpflicht. Ungeimpft darfst du nur noch einkaufen gehen und bekommst das Nötigste. Ich drehe langsam durch. Meine Nikotin- und Alkoholvorräte sind aufgebraucht. Und von 3 Guerilla-Kämpfern sind nur noch 2 übrig. Denn einen haben sie weichgekocht mit ihren Verordnungen. Der Rille und ich werden einen gewagten Schlag planen und eines der Impfzentren zerstören. In der Hoffnung, der Stadt einen freien Willen zu geben. Eine Welt mit Ecken und Kanten und nicht dieses zu perfekte, funktionierende Zusammenspiel der Menschen, wie in einer Ameisenkolonie. Mein Impftermin kommt mir gerade recht. So kann ich das Zentrum von innen sehen. Auf dem Weg dahin fühle ich mich wie in einem Western auf dem Weg zum Galgen. Und meinen Recherchen nach macht mich erst die zweite Impfung zu einem Zombie. Rille bewundert mein Opfer, der ja neben der Angst von Zombie sein auch eine Trypanophobie hat, die inzwischen zu einer ausgewachsenen Faschinophobie geworden ist. Alleine die Erwähnung einer Impfung oder eines Impfstoffes lösen in ihm eine Panik aus, die seinesgleichen sucht. 3-mal musste ich mit ansehen, wie er zusammengebrochen ist. Und wir konnten keinen Rettungsdienst rufen, da wir dann zur Impfung gezwungen wären. Sonntag, 31.10.2021. Es ist soweit. Der Plan ist geschmiedet. Ich dringe in die Höhle des Löwen. Wie besprochen, war ich mit der Spycam, dem Mikro und den Kopfhörern ausgestattet. Mein Puls schoss in die Höhe, er war schon über 200. Ich betrete das Impfzentrum und werde mit der sympathischen kalten Freundlichkeit begrüßt. Ich staune nicht schlecht, da ich noch nie im Ballhaus der Stadt war, verlor ich mich fast in der Innenarchitektur, als ich aus meinen Gedanken gerissen werde. »Hey, konzentrier dich! Ich will nicht die Stuckarbeiten begutachten!« Im selben Moment wurde ich von den Drohnen des Impfzentrums an die Anmeldung dirigiert. Nach kurzen Gesprächen für die Anmeldung wurde ich weiter zum Gespräch mit dem Arzt geführt.
Dabei besah ich mir jeden Menschen, jeden Weg, der fortführte. Ich scannte auch den Ballsaal und auch die einzelnen Kabinen, in denen die Arztgespräche stattfanden. Ich sitze beim Arzt und lese sein Schild. Leitender Arzt des Impfzentrums. Guten Tag. Schön, Sie hier zu sehen. Also? Fing er an und klärte mich auf über die Impfreaktion. Als ich alles erklärt bekommen habe, holt mich wieder eine Drohne ab und führt mich zu den Impfkabinen. Dort stehen weitere Drohnen, die routiniert die zu Impfenden abfertigen. Danach geht es weiter an einen Sammelpunkt, wo alle Geimpften warten müssen, ob direkte Impfreaktionen auftreten. Die 30 Minuten sind durch, ich verlasse das Impfzentrum. Guerilla. Der Begriff, die Guerilla, steht heute jedoch meistens für aufständische Einheiten, die einen Guerillakrieg gegen Besatzungsmächte oder auch gegen die eigene Regierung führen. Früher Winter 2021. Rille und ich sahen uns gerade zum gefühlt 3 Millionensten Mal das Videomaterial an und gingen den Plan abermals durch. Wir wollen den Impfvorrat vernichten, um für einen Rückschlag zu sorgen, in der Hoffnung, dass sich das Leben wieder normalisiert. Gut, du lenkst sie ab, damit ich mich ins Impfzentrum schleichen kann. Ich weiß, denn mich können sie riechen und dich nicht. Wenn ich die Drohnen weit genug gelockt habe, rennst du rein und jagst den Laden in die Luft. Ich habe schon in den letzten Tagen bemerkt, dass er mir nicht mehr so vertraut. Ich traue mir seit der Impfung selbst nicht mehr. Anscheinend schlägt die neue Rezeptur früher und besser an. Ich kämpfe immer wieder gegen den Drang an, mich anzuschließen und Rille zu verkaufen. Es fällt mir sehr schwer. Andererseits ist doch die Utopie, die die Regierung damit geschaffen hat, ein wundervolles. Es gibt keine Anfeindungen, verletzte Gefühle, rassistische Anschläge und Hintergründe und keine Diskussionen mehr zu Super Strange und LBJTQ Plus mehr. Sexualität dient nur noch der Fortpflanzung. Und nur die Lobbyisten und die Großen bleiben von Drohnenleben verschont, denn die wissen, wie man uns Drohnen leitet. Es ist schön, keine Sorgen mehr zu haben, nicht mehr nachdenken zu müssen. Ein scharfer, stechender Duft zieht mich aus meiner Wandlung heraus. Es ist unser selbstgebranntes Allerlei aus gesammeltem Fallobst vom Waldrand. Aus der Not heraus haben wir einen alten Schnellkochtopf und einige Kupferrohre vom Sperrmüll zu einer funktionierenden Distille, die auf der Erdplatte steht, gebastelt. Es ist widerlich, aber es klärt mir den Kopf. So bin ich wieder mit klarem Kopf bei der Sache. Auf heute Nacht, sage ich voller Zuversicht und erhebe mein Glas. Auf heute Nacht, antwortet Rille. Endlich ziehen wir im Schutze der Dunkelheit los. Er hat den Sprengsatz dabei. Ich bin immer noch schockiert, dass Rille sich solche Anleitungen statt Pornos aus dem Internet gezogen hat. Aber nun sind sie unsere Rettung. Wir kommen bis zur ersten Etappe. Es ist ruhig. Viel zu ruhig. Wie verabredet trennen wir uns. Ich streune allein ums Gebäude herum, um eventuelle Wachen zu finden. Ich hasse es, allein zu sein. Jeden Moment, den ich ohne Alkohol und Rille bin, lässt sich mein Verstand immer mehr auf das Kollektiv ein. Ich trage meinen philosophischen Kampf in mir aus. Just in dem Moment, als meine Schwäche am größten ist, trifft mich ein stechender Schmerz in der Schulter, gefolgt vom Zusammenziehen meiner gesamten Muskulatur. Nachdem ich auf dem Boden aufschlug, folgt eine Kaskade von Ereignissen. Herzlich willkommen im Impfzentrum. Wir haben Sie erwartet, zu Ihrer zweiten Impfung, war das letzte Gesprochene, was ich hörte. In dem Moment hörte ich eine Riesenexplosion, gefolgt von Siegesschreien. Im gleichen Zug spürte ich, wie eine Nadel meinen Oberarm punktierte. In mir bricht der Wahnsinn aus und ich
bekämpfe die 4 Sicherheitsdrohnen und flüchte. Am nächsten Morgen erscheinen Gemeindemitglieder vor der Tür. Sie haben ihren Impfausweis vergessen gestern, weist mich die Dame, monoton freundlich und in Hochdeutsch hin. Vielen Dank, antworte ich in derselben Art. Bitte melden Sie sich zum Impfdienst. Ich habe verstanden. Ich melde mich zum Impfdienst.